Hallihallo, guten Tag, liebe YouTuber. Ich komme gerade vom Großmarkt und ich kam nicht umhin, nachdem ich diese schönen Kätzchen gekauft habe, ein Video zu machen, in dem ich auch diese schönen Kätzchen verwende und ein Gesteck mache. Aber die Unterlage ist diesmal ein bisschen anders. Wir machen eigentlich eine Abwandlung vom Sushi. Dazu brauche ich Trockensteckmasse. Trockensteckmasse, der ganze Block sieht so aus. Und weil das Geräusch so unangenehm ist, habe ich den schon mal geteilt. Der hälftige Block reicht eigentlich auch. Und was immer sehr, sehr schön ist im Frühjahr, ist natürlich Moos. Ich habe ganz tolles Moos mitgebracht. Dieses wunderschöne, satte Grün. Und ach, es ist Frühling. Valentin ist vorbei, die Sträuße sind alle weg. Und man sieht, der Frühling in all seinen Ausprägungen hier mit französischen Tulpen, mit einem bepflanzten Kranz. Ich blende dir in der Infocard nochmal ein, wie man den Kranz macht, weil das ist eine ganz tolle Frühlingsarbeit. Ich habe hier eine sehr schöne Tulpe, die heißt Crispy, weil die hat hier so diese, Moment, ich zeige die mal in die Kamera, die hat so diese gefranste Spitze. Finde ich also sehr, sehr edel, sehr elegant. Es gibt die Kätzchen. Wir haben hier Pfirsichzweige, die blühen wunderschön. Und dann gibt es hier natürlich auch noch schöne gefüllte Tulpen, die mit ihrer, mit dem üppigen Blüte, die haben also so viele Blütenblätter drin. Sowas gibt es auch nur beim Floristen. Die bekommt man nicht woanders. Die Trockensteckmasse sieht so aus im ganzen Block. Ich habe den Block bereits halbiert. Weil das Geräusch, wenn man die Trockensteckmasse schneidet, das wollte ich dir ehrlich gesagt ersparen. Das ist nämlich nicht so doll. Und ich habe wunderschönes Moos mitgebracht vom Großmarkt. Das Moos braucht man vorher nicht zurechtschneiden. Ich lege das einfach, ich lege das jetzt auf den Tisch, gehe mit dem Heißkleber. Ich hoffe, das sieht man auch gut. Moment, ich muss mal, ich kippe noch mal die Kamera ein bisschen, damit ihr das alle gut sehen könnt. Mehr meine Hände. Okay, ja, mit dem Heißkleber klebe ich das mache ich den Heißkleber auf das Moos. Und dann gehe ich her und nehme einfach meinen Steckmasseblock und wälze den quasi über dieses Moos drüber. Das ist also eine sehr, sehr ökonomische Art und Weise. Und dann ist das eigentlich auch schon fest. Moos hält unglaublich lang und es hält natürlich noch viel länger, wenn man es einfach ab und zu mal feucht ansprüht. Und das hilft schon, dass selbst Moos, das ein bisschen trocken ist, auch wieder grün wird. Ansonsten, wenn ich das kaufe und das ist sehr viele Schichten in der Kiste, was ich ganz gern mache, ist, ich lege die Schichten auseinander und lager das so in einzelnen Schichten, weil das Problem ist, wenn das Moos aufeinander ist, dann wird es oft leider Gottes gammelig und geht kaputt. Und es ist sehr, sehr schade um dieses wunderschöne Material, das doch so viel Natur und so viel tolle Farbe bringt. Und ich nehme manchmal auch so ein paar Fitzelchen und die klebe ich dann einfach noch drauf. Also es muss nicht immer alles so maßgeschneidert sein und die kann man auch super verwenden. Und damit das Ganze auch noch hält, so, da beschäftigen wir uns gleich damit. Also es ist jetzt hier mein Moosblock. Das fülle ich noch. Das ist keine Schlamperei von mir, sondern es wird noch gefüllt. Und ich habe jetzt natürlich die Unterseite, die ist noch ein bisschen offen. Was ich mache ist, ich klebe dieses Moos seitlich noch etwas fest. Und die Unterseite, die beklebe ich ganz gern noch mit einem Wollfilz oder mit irgendwas, damit der Tisch ein bisschen geschont wird, weil es muss ja nicht sein, dass man das Moos direkt auf den Tisch macht. Da kann man auch so ein paar Reste von dem Wollfilz nehmen und kann die einfach draufkleben. Und ich würde es auf einen Holztisch eh nicht direkt stellen, weil Moos hat immer ein bisschen Feuchtigkeit und ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man das direkt auf den Tisch macht. Das würde ich dann lieber lassen. So, noch die restlichen kleinen Stellen füllen und noch den Filzschutz natürlich für den Tisch drauf. Moos hat natürlich auch die Eigenschaft, so schön es ist, es
ja, brutzelt so ein bisschen und macht ein bisschen Dreck. Und damit es nicht ganz so viel Dreck machen kann, nehme ich einen 0,3 mm Myrtendraht. Bestelllink dazu mache ich noch in die Beschreibung natürlich rein, damit du auch weißt, wo du das finden kannst. Und wickel einfach mit diesem Myrtendraht nochmal das Moos fest, dass es außenrum, nicht dass da irgendwie so ein kleines Teilchen rausfliegt oder so. Vor allem, wenn man es verschenkt, wäre das ja irgendwie ein bisschen doof, wenn dann das Moos irgendwie so ein Moosfetzen, die sich hier löst. Also das verhindert man. Und wenn es trockener wird, dann ist eh die Neigung dazu, dass Moos natürlich ein bisschen mehr fisselt. Und das verhindert man damit. Die restlichen, die Enden von dem Draht verdrehe ich. Und den Draht mache ich natürlich auch wie immer an der Spule fest, hier vorne. Ah, ist schön mit der Kamera, das kann ich immer genau reinhalten. So, jetzt ist die Unterseite schön geschützt. Es ist mit Moos umwickelt. Ich habe hier so ein paar Orchideenröhrchen mitgebracht. Und die möchte ich eigentlich ganz gern da reinmachen. Ich habe mir zuvor Gedanken gemacht, ich möchte die nicht ganz versenken, weil die sind unglaublich groß. Und die werden jetzt in Relation zu meinem Block, die würden zwar gerade so verschwinden, aber ach, dann müsste ich die so reinstemmen. Ich habe mir heute überlegt, ich mache diese Röhrchen so ein bisschen schön, habe hier einen hübschen grünen Filz und damit werde ich den oberen Rand von diesem Röhrchen verkleiden. Ich gucke gerade, wie viel ich dafür brauche, habe das einmal abgemessen. Ich brauche natürlich 3 Stück, deswegen lege ich das jetzt wie so ein Schnittmuster übereinander. Soll ja auch alles ein bisschen ökonomisch sein und zügig gehen, vor allem im Video, aber auch natürlich bei uns für die Arbeit. Müssen wir auch ökonomisch arbeiten und müssen unsere Arbeitsabläufe natürlich auch schnell machen. Kleben ist immer genial, es ist wirklich eine richtige Wunderwaffe und ich klebe auch diesen Filz. Ich klebe den an dieses Orchideenröhrchen. Die andere Alternative ist, man könnte natürlich den Filz tackern und könnte den wie so eine Naht machen. Dazu hole ich mal den Tacker. Es ist immer schön, verschiedene Varianten zu sehen. Ich nehme den Filz, tacker den wie so eine Naht. So, drehe das Ganze um. Und habe im Grunde genommen, das habe ich jetzt ein bisschen weit gemacht, ja, geht auch ein bisschen enger, also nochmal eine Scheibe abschneiden davon. Ach, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht immer alles so klappt, weil genau dieses Ausprobieren und diese Tests, wie funktioniert das, genau das ist ja die Realität bei dir zu Hause. So, ich habe also auch hier eine schöne kleine Verkleidung für mein Röhrchen gemacht. Und jetzt mache ich das noch für das dritte Röhrchen. Also es ist sogar ökonomischer von der Filzmenge her mit dem Tackern, weil dann brauche ich gar nicht so eine starke Überlappung. Theoretisch finde ich auch so eine Naht gar nicht so verkehrt. Ich finde es eigentlich ganz süß. Aber ich drehe es jetzt um. Ja, und dann habe ich meine 3 Röhrchen. Bohr die einfach ein bisschen in diese Trockensteckmasse rein. So, einmal ein bisschen reindrücken. Und das reicht eigentlich auch schon. Ich setze noch einen Tick Moos dazwischen. Ich möchte natürlich gar nichts von der Trockensteckmasse sehen. Und jetzt kommt mein super Einkauf von heute Morgen zum Einsatz. Meine Kätzchen. Ich schneide die Kätzchen extra so ein bisschen schräg an. Moment, ich muss mal gucken, dass man es sieht. Weil mit einem schrägen Anschnitt kann man die leichter in diese Steckmasse reinstecken. Und dadurch, dass die keine Wasserversorgung haben, werden die auch nicht gelb. Dann fangen die auch nicht an zu glühen. Das heißt, die werden wunderbar erhalten. Das ist eigentlich das Allerschönste. Und wenn man die in Wasser tut, dann halten die nicht. Und das ist natürlich das Phänomen, die sind so schön, aber wenn die in die Vase kommen mit Wasser, was ja der Fall ist natürlich, wenn man es mit einem Blumenstrauß zusammen macht, dann währt die Freude leider nicht so lang. Ist leider begrenzt. Es
Das ist sehr, sehr schade. Ich würde immer so ein bisschen so einen Mittelpunkt, wir nennen das den Wuchsmittelpunkt, wir Floristen. Also ich würde diese Kätzchen jetzt nicht so nach außen stecken, ja, dass sie so nach außen wegstehen, sondern es ist natürlich floristischer und schöner, wenn die zu so einer Mitte streben. Ja, also eben ja, der Wuchsmittelpunkt, genau. Und damit ich das machen kann, muss ich jetzt auch noch mal ein paar passende Kätzchen suchen, die das sehr, sehr schön mit darstellen. Und ja, ich nehme mal noch das hier. Ich habe auch ein paar kleine Zweige, die kann ich natürlich auch noch dann stecken. Und habe auch hier noch den großen. Und ich würde sagen, wenn ich den Zweig auch dazu gesteckt habe, dann habe ich eigentlich schon fast genug Kätzchen. Die kleinen kommen hier auch noch dazu. Die sind dann sehr dekorativ hier unten noch. Wenn man sich schwer tut, die zu stecken, es gibt einen sogenannten Vorbohrer. Das ist ein tolles Werkzeug. Und mit dem kann man immer, wenn man sich schwer tut, was zu stecken, ein Loch stecken und dann das Material hinterher stecken. Das ist unglaublich brauchbar. Dann, ihr werdet immer wieder bestimmte Sachen sehen. Und zwar, das ist diese Spritzflasche. Die ist nicht nur gut zum Orchideenwässern, die ist natürlich auch super, um meine Röhrchen jetzt voll zu machen. Und ich muss ja auch irgendwann auch immer mal nachfüllen, ein bisschen Wasser. Und da kann ich sehr zielgerecht diese Röhrchen füllen. Ist eigentlich auch so ein Must-Have bei jeder Pflanze, die ich wohl dosiert gießen will. Jetzt kommen wir zu unseren französischen Tulpen. Die sind deutlich länger als eine normale Tulpe. Ich halte die beiden mal nebeneinander. Moment, wo muss ich hier hin? So, und jetzt sieht man, also unten sind sie gleich lang und hier oben sieht man, wie viel länger die französische Tulpe ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich kann die jetzt so zwischen das Kätzchen klemmen, dass ich die eigentlich gar nicht festbinden muss. Muss mal gucken. Ja, okay. Dann nehme ich noch eine kleinere Tulpe, damit es schön lebendig aussieht. Nehmen wir noch eine orangene Tulpe dazu. Ich würde auch hier ein bisschen spielen mit der Abstufung, mit den Längen. Und diese französischen Tulpen, die sind so gefüllt. Die sind also ganz irre, wenn die aufgehen. Da sind ganz, ganz, ganz viele Schichten, die sich da auseinanderblättern. Das ist eine sehr edle Tulpensorte. Sind deutlich länger, sind auch besser haltbar als die normalen Tulpen, die eben etwas kürzer sind. Und bestechen total in ihrer Eleganz. Das ist super schön. Was ich auch noch mache, ist ein schönes Bändchen oder ein Bast um diese Steckmasse drumherum. Das ist dann sehr, sehr dekorativ. Muss ich kurz holen. So, wenn immer ich natürlich im Laden unterwegs bin, begegnen mir einige Sachen, die ich total schön finde, um die mit reinzuarbeiten in so eine schöne, frühlingshafte Arbeit. Ich habe jetzt den Bast mitgebracht und den binde ich um diese Steckmasse drumherum. Kann man auch so ein bisschen struppelig lassen. Schneide die Enden mal so ein bisschen zufällig, dass es aussieht, wie zufällig schneide ich die ab. Habe also hier einfach nur Bast um die Steckmasse drumherum gemacht. Und ich habe jetzt so eine schöne Frühlingszwiebel. Das ist von den abgeblühten Muscari. Habe ich hier noch gefunden und gedacht, die passt eigentlich ganz genau zu meinem Thema. Und verarbeite ich auch super gerne in Sträußen. Was ich mache, ist, damit die ein bisschen hübscher aussieht, ich schäle die einfach ein bisschen an mit einem Messerchen. Nehme einen kleinen Holzstab und habe die einfach auf den Holzstab gesteckt und stecke die noch hier mit rein. Nur so zur Deko. Habe auch noch eine Hyazinthenzwiebel gefunden. Auch da wird ein bisschen noch geschält, dass die so ein bisschen hübscher ist für den Auftritt. So ein bisschen wie Zwiebelschälen in der Küche zu Hause. Aber das ist jetzt ja tatsächlich nur zur Deko. Also die kommen eigentlich nicht mehr wieder, es sei denn, man vergräbt sie zu Hause im Garten. Nehmen ein kleines Holzstäbchen, wie von den Orchideen,
und zack, genau, ja, ein bisschen Gewalt und stecke das hier rein. Und mehr würde ich auch gar nicht machen, weil das ist jetzt meine heutige Kreation, dieses schöne Tulpen-Sushi, ja, Sushi in einer anderen Form mit Moos umwickelt. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich zeige dir die ganzen Bestelllinks. Du kannst immer, wenn die Beschreibung, wenn du die aufklickst und klickst mehr anzeigen, dann geht nach unten die Beschreibung auf und dann kannst du gucken, wo man die Sachen alle findet. Und ich würde auch diese verschiedenen Tulpenlängen wirklich von hier oben bis zu diesen kürzeren. Und das Schöne ist auch an der Arbeit, man braucht eigentlich nur 3-4 Tulpen. Die Kätzchen halten eh und hat eine ganz zauberhafte, frühlingsmäßige Tischdekoration. Ja, ansonsten sage ich einfach bis bald. Freue mich über, dass du da gewesen bist, dass du zuguckst und wünsche frohes Gestalten. Bis bald. Tschüss. Grüß dich, Margit.